Tanja, Heroin, mit wie vielen Jahren haben Sie das probiert? 20. Mit 20. Wo war das denn? Können Sie sich nicht, sich noch an den Tag erinnern? Natürlich, aber wie, ach du Scheiße, aber wie, jetzt habe ich gerade, ich war in der Techno-Szene, ich war die jüngste von meinen Freunden dort, ich war 20, die waren alle schon über 30. Ja, und ich hatte gerade schön gefeiert gehabt und LSD genommen und Speed. Und war noch ziemlich durchgepeitscht. Dann kam ich nach Hause und da hatte ich so einen komischen Nachbarn. Mit dem habe ich manchmal eingekifft und der war mir irgendwie so, ja, pass auf, der ist so seltsam. Ja, auf jeden Fall bin ich dann mit dem weiter um die Häuser gezogen und habe mir nichts Schlimmes bei gedacht. Ja, und dann saßen wir bei so Freunden von ihm und da gab es auch Speed. Und plötzlich ist er rausgegangen und kam wieder und hat ein Pack in der Hand und fragte mich, ob ich mal Aids-Problem habe. Und das hatte ich noch nie vorher gemacht. Und ich habe erst Nein gesagt. Dann hat er mir gesagt, dass ich sowas nie wieder sehen würde. Und das war auch so. Ich habe sowas nie wieder gekriegt. Das war das schönste Erlebnis überhaupt. Das war galaktisch. Das kann man nicht beschreiben. Ist das immer noch galaktisch? Guck mich mal an, sieht nicht galaktisch aus. Es ist genauso, wie es hier aussieht. Und ich sehe das auch und ich nehme auch mein Aussehen wahr. Ich nehme all das wahr. Und...